den Abend woanders zu verbringen als zu Hause. Stadionkneipe. Ja, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Kleinkunst wird laut. Wir machen hier so lang kabarettistischen Normalzustand, bis Normalzustand wieder herrscht, die Pandemie vorbei ist. Wenn ihr Lust habt, dann helft uns, spendet an die Künstler-Soforthilfe, eine Initiative von Joe Bauer. Die hilft nicht nur der Kleinkunst und die Künstler, sondern auch die ganze Gewerke drumherum. Unbürokratisch und schnell, wenn ihr Lust habt, die Kontonummer seht ihr dann im Lauf dieses Filmchens. Und ich hoffe, dass ihr da großzügig seid. Vielen Dank. Ich habe wieder Winfried Kretschmann dabei. Grüß Gott, Herr Sonntag. Grüß Gott, Herr Kretschmann, der heute wieder das Lachmischpult bedienen wird für uns in dieser Sendung. Und ich habe Lust, euch ein bisschen hinter die Kulissen heute zu bringen. Ja, wir arbeiten ja hier im Sparta Welt Event Center und wir haben leider kein Publikum. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir euch endlich wieder vor uns habt. Wir freuen uns tierisch drauf. Aber bis dahin arbeiten wir ohne euch und natürlich Corona-konform. Heißt, es gibt morgens einen Corona-Schnelltest. Das Team sind etwa 20 Leute, die jeden Tag hier arbeiten, bis diese Sendung gestemmt ist. Und wir machen das so, der technische Leiter stellt immer außer Becherle hin. Alle 20 Leute spucken, nice, wird einmal umgerührt, Wattestab rein, Test, negativ. Können wir schaffen und haben einen Test gebraucht und 19 Tests für 3,95 Euro eingespart. Ja. Wir haben einen Plan B, falls der Test mal anschlägt und positiv sein sollte, dann machen wir zwei Zehnergruppen. Da kann ja nur eine positiv sein, die andere können es schon schaffen. Die Zehnergruppe teilen wir dann in zwei Fünfergruppen auf. Dann haben wir nochmal fünf, die weiter schaffen können. Und diese fünf teilen wir auf in zwei und zwei und eins. Die zwei und zwei spucken jeweils in eine Becherlenei. Der eine ist frei. Und wenn die zwei negativ sind, ist der Segel, der heim muss. Ansonsten finden wir mit einem weiteren Test raus, wen es erwischt hat. Also ihr seht, man kann in diesen verrückten Zeiten reich werden mit dem Verkaufen von Corona-Schnelltests. Aber nicht in Baden-Württemberg. Ja, Herr Kretschmann, Corona, verrückte Zeiten, man kann ja nicht einmal mehr gescheit reisen. Wann war Ihre letzte Fernreise? Oh, das weiß ich noch. Das war mit dem Landfrauenverein Leitz. Da sind wir bis ins blühende Barock nach Ludwigsburg gefahren. Kretschmann, Entschuldigung, das ist doch keine Fernreise. Eine Fernreise dauert mindestens 10 Stunden. Ja, genau so lang hat sich's auch angefühlt. Andere Frage, machen Sie Mitbringsel? Ja. Ich war mal auf einer Delegationsreise in London, da habe ich einen Laden gesehen, da musste ich sofort an den Boris Palmer denken. Was war das für ein Geschäft? Ein Giftjob. Okay. Herr Kretschmann, wie findet Sie das, dass Sie im Augenblick vollgestopfte Flieger nach Mallorca fliegen dürfen, aber die Menschen nicht einmal in Nordsee dürfen? Ja, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Menschen, die Sangria aus dem Eimer trinken, nach Mallorca fliegen dürfen. Aha. Ah, ich habe nur ein Problem damit, dass ihr wieder zurückkommen dürft. Manchen Orten tut es ja auch ganz gut, wenn weniger Touristen hinkommen. Genau, die Natur leidet unter dem Massentourismus. Gell, manchmal stehen ja schon Schlangen am Gipfel vom Himalaya. Ja, und viele Menschen haben gar keinen Respekt mehr vor den Einheimischen. Das stimmt. Manche Touristen kennen keinen Anstand und fotografieren Menschen selbst bei intimen, religiösen oder kulturellen Ritualen. Wie wenn man Fotos von uns macht während der Kehrwoche. Ach, man sollte halt weniger reisen aus Klimaschutzgründen. Darum schätzen wir Grüne, was das Reisen angeht, auch auf die Bahn. Herr Kretschmann, Entschuldigung, die Bahn? Verstopfte Toiletten, verspätete Züge, falsche Wagenreihung. Koi Sau fährt doch gern mit der Bahn. Sehen Sie, Sonntag, jetzt haben Sie es kapiert. Wenn keiner reist, ist es am besten für den Klimaschutz. Und darum muss die Bahn unbedingt so bleiben, wie sie ist. Und deshalb ist Andreas Scheuer Verkehrsminister. Genau, mit dem wird nämlich garantiert nichts anders und nichts besser. So gesehen. Ja, viele Menschen sind doch übersättigt. Wie sagte einst Ihr bekannter Kollege Gerhard Polt, letztes Jahr haben wir eine Weltreise gemacht, hat uns aber nicht gefallen, dieses Jahr fahren wir woanders hin. Ja, Herr Kretschmann, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Ich darf Sie jetzt an Ihren Arbeitsplatz bringen, den Tonmischpult, Augenblick. Vielen Dank, Herr Kretschmann, wieder für die Mühe. Und ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Er studierte Kulturwissenschaften, er lebt, arbeitet in Hamburg und äußert auch ganz klar seine politischen Positionen. Er wurde mal gebeten, auf eine Frage mit einer ausführlichen Kurzgeschichte zu antworten. Ja? Und die Frage war, ob der Islam zu Deutschland gehört. Und seine ausführliche Kurzgeschichte hieß Ja.
Herzlich willkommen, Johannes Flöhr. Hallo. So. Noch ein paar Sekunden warten, weil bei sowas ist das immer so, dass die Leute erst nach ein paar Sekunden entscheiden, ob sie dranbleiben bei so einem Video oder ob die wegschalten. Deswegen kurz warten, sodass nur noch alle da sind, die wirklich das sich anschauen wollen. Hallo, mein Name ist Johannes Flöhr. Ich bin zwischen 20 und 30 Jahre alt. Meine Hobbys sind, ich bin gerne im Internet, ich mag Günther Jauch und ich freue mich, heute hier sein zu können. Und ich komme aus Hamburg, da bin ich jetzt letzter hingezogen. Gebürtig komme ich aus Krefeld, wobei das auch nicht ganz stimmt, weil ich aus einem kleinen Ort noch komme zwischen Krefeld und Mönchengladbach. Und zwar aus einem Ort, dessen Name auch gleichzeitig ein Adjektiv ist. Ich bin gebürtig aus Willig. Das ist ein wirklich ganz kleiner Ort, der aber immer einen eigenen Wikipedia-Artikel hat. Und damit Sie sich den nicht jetzt noch angucken müssen, zitiere ich Ihnen auch einen schönen Satz aus diesem Wikipedia-Artikel, den ich mir nicht ausgedacht habe. Und zwar steht bei Wikipedia über Willig: Willig ist eine eher funktionale Stadt ohne Sehenswürdigkeiten. Und da komme ich her. Also, falls Sie sich wundern, so, das ist meine Heimat. Da komme ich her. Und was macht man jetzt bei so Auftritten? Jetzt hier so Viertelstunde, 20 Minuten Witze erzählen, ist schwierig, da wieder reinzukommen. Ein Kollege hat das neulich erzählt, dass der im vergangenen Herbst, als man so wieder so ein bisschen auftreten konnte, an der JVA, also einer Justizvollzugsanstalt, aufgetreten ist und da so rausgekommen ist und ganz routinemäßig zu den Leuten gesagt hat: Hallo, schön, dass ihr hier seid. Und ich habe jetzt wirklich auch selber Angst, solche Fehler zu machen, irgendwas zu sagen, was doof ist, weil die ist ja keiner, der mich korrigieren könnte oder so. Und das ist schwierig, weil ich auch ein bisschen unsicherer Mensch bin. Ich habe immer früher überlegt, was sollst du beruflich machen, weil da haben die Leute ja dann teilweise schon ein Studium im Kopf und so ein Quatsch. Und möchte aber, damit Sie mich ein bisschen besser kennenlernen, auch ein bisschen erzählen davon, was ich mal früher werden wollte. Und zwar war das Journalist, bis ich dann festgestellt habe, dass man da vor 12 Uhr aufstehen muss und wie sein Leben im Griff haben muss und so, war dann doch irgendwie nichts für mich. Aber ich habe mich für eine kleine Recherchearbeit nochmal zurückbesonnen auf diesen alten Berufswunsch und habe eine Recherche angefertigt über das coolste Tier auf der Welt und geguckt, was gibt es denn so über dieses Tier zu erfahren, was vielleicht noch nicht bei Google steht oder bei Wikipedia oder so. Und ich habe ein paar wissenswerte Fakten herausbekommen über das coolste Tier, was es auf der Welt gibt. Ihr dürft kurz überlegen, welches Tier das ist. Schreibt das jetzt mal in die Kommentare. Viel Falsches dabei. Das richtig coolste Tier auf der Welt ist nämlich das Huhn. Hier kommen jetzt ein paar interessante Fakten über das Huhn. Und ich freue mich, weil ich kenne den Text schon. Ich habe das lange nicht vorgelesen, aber es ist schön. Huhnfakt Nummer 1. Das Huhn wird im Englischen Chicken, im Französischen Le Poulet, im Spanischen El Pollo, im Türkischen Kükürükü genannt. Ich hab die Betonung versemmelt, aber das ist nicht schlimm. Auf Japanisch heißt das Huhn, achso, ich kann jetzt kein Japanisch vorlesen, aber ich kann das vormachen. Auf Japanisch heißt das Huhn, ist klar geworden, denke ich. Huhnfakt Nummer 2. Hühner können bis zu 50 Meter weit fliegen. Erfahrene Werfer schaffen aber auch 80, 90 Meter, aber ich rate davon ab, dann gehen Hühner kaputt und da hat man dann nichts von. Huhnfakt Nummer 3. In Georgien gelten Hühner als sehr lecker. Wusste ich nicht, aber habe ich recherchiert. Und Huhnfakt Nummer 4. Hühner können, wenn ihnen der Kopf abgeschlagen wird, noch so lange weiterleben, bis sie sterben. Das ist ein kleiner biologischer Fakt. Und Huhnfakt Nummer 5. Das morgendliche Krähen, das Kikeriki, von vielen als guten Morgen missinterpretiert, heißt in unsere Sprache übersetzt was ganz anderes, von dem die meisten wohl nicht gedacht hätten, dass Hühner etwas so Wundervolles zu denken überhaupt in der Lage sind. Und das sind so ein paar Beispiele für Hühnerfakten, die habe ich eben zusammengesammelt. Ich weiß auch nicht, was Hühner denken, Leute, ich kann die nicht verstehen. Aber das war eben, was ich rausgefunden habe hier in diesem wunderschönen kleinen Buch, das ich selber geschrieben habe. Ich bin immer noch auch sehr stolz auf den Titel des Buches, weil das Buch heißt Buch. Das ist ein Titel, der zum Buch passt. Und hier ist auch viel weiteres noch drin. Zum Beispiel habe ich danach natürlich nach dieser Recherche über die Hühner weiterblickt, was kannst du beruflich machen, und habe da einen Traditionsberuf entdeckt, den die alten Griechen hauptsächlich hatten, nämlich Philosoph. Da kriegt man dann fürs Nachdenken Geld, was ich sehr gut finde, weil ich denke teilweise viel nach. Wenn man so über die Straße geht und Leute sieht, dann stellt man sich ja auch unweigerlich Fragen. Da läuft einer einem entgegen, guckt ihm in die Augen und stellt sich die Frage, hä? Oder sowas. Und solche Fragen, weil ich mir die eben oft stelle, habe ich auch aufgeschrieben, extra für den heutigen Abend oder Mittag, je nachdem, wann ihr das guckt.
Und ich lese jetzt einfach ein paar dieser Fragen vor. Falls jemand von euch eine Antwort auf eine dieser vielen, vielen Fragen hat, könnt ihr mir die ja gerne irgendwie mitteilen. Meine E-Mail-Adresse ist jetzt unten eingeblendet. Habe ich mit dem Produktionsteam nicht abgemacht, aber mal gucken, was der Postproduktion da Freches einfällt. Hier kommen jetzt ein paar Fragen. Es wird sich schon hinten, ihr seht das jetzt nicht, aber hinten wird schon getuschelt. Ich bin heute der unbequeme Künstler, der Stress macht. Hier kommen jetzt ein paar Fragen. Gibt es eigentlich eine größere Zahl als 9.493.712? Welche Tiere waren vom lieben Gott ursprünglich mal ironisch gemeint? Sowas wie Rhinoceros oder so, guckt euch das mal an. Was erzählen sich eigentlich die drei Chinesen mit dem Kontrabass? Und warum wurde ihr Gespräch jäh von einem Polizisten unterbrochen? Racial Profiling oder was? Wird der Dritte Weltkrieg jetzt eigentlich bei Sat.1, Sky oder Netflix übertragen? Muss ich dann noch ein Abo für abschließen? Bin ich der Einzige, der früher bei der Formel 1 immer Jano Trulli die Daumen gedrückt hat? Einfach, weil ich den Namen so lustig fand. Jano Trulli und dann fährt er so im Kreis. Ich fand das immer super lustig. Was denken die Tiere im Zoo, wo wir gerade alle sind? Was ist, wenn man Work and Travel in Australien gemacht hat, wiederkommt und dann ist man der gleiche Mensch wie vorher? Hat sich das denn überhaupt für den einen Charakter gelohnt? Muss man da noch mal ein Jahr zur Strafe nach Hannover oder so? Ist ein Walzer im... Nichts gegen Hannover, ist eine schöne Stadt teilweise. Ist ein Walzer im Fünfvierteltakt mathematisch überhaupt möglich? Ist doch mehr als eins. Ich kann nur einmal tanzen. Was machen eigentlich Putzerfische, die im Aquarium immer so an der Fensterscheibe rumkleben? Also Fische, die so... Was machen die eigentlich in der freien Natur? Schwimmen die da ewig auch durch den Ozean auf der Suche nach einer Fensterscheibe und sterben dann irgendwann total traurig und enttäuscht? Ich habe mal eine Lesung gehabt und das auch tatsächlich vorgelesen. Und in der Pause kam ein 9-jähriges Mädchen zu mir und hat mir das erklärt. Putzerfische in der freien Natur schwimmen ganz nah ans Ufer und saugen unten an den Kieselsteinchen rum am Meer. Ist jetzt nicht so witzig, aber das ist die Wahrheit. Deswegen, Leute, lügen. Lügen ist der Trick. Ist oft interessanter dann. Gibt es irgendwas über Möhren, das ich noch wissen sollte? Wenn hippe, coole Leute immer dahin ziehen, wo es günstig heruntergekommen und langweilig ist, wann kommen die endlich nach Krefeld? Ich warte. Beziehungsweise ich bin sogar schon weggezogen, aber ich mag Krefeld. Schöne Grüße. Warum mögen alte Leute keinen Ketchup? What shall we do with a drunken sailor? Why does it always rain on me? Warum bekommt man von Bierkopfschmerzen, aber nicht von Mozzarella? Und Einräder, warum fallen die nicht um? Verstehe ich. Das finde ich selber witzig, aber das ist auch ein bisschen so mein Vorteil, weil ich bin genau mein Humor. Also was hier seit ein paar Minuten passiert, ich finde es sensationell. Also immerhin. Immerhin. Was ist eigentlich jetzt genau der Unterschied zwischen Brutto, Netto und Lidl? Was kostet eine Renovierung, wenn man mal so richtig auf den Putz gehauen hat? Heißt es übersetzt der, die oder das Beatles? Wissen Kaninchen immer ganz genau, ob sie Kaninchen sind? Oder nicht doch vielleicht Hasen? Vertun die sich da, kennen die den Unterschied? Ich kann mir das merken. Findet ihr Zucker nicht auch häufig total raffiniert? Das ist ein kleines Wortspiel. Der Kameramann kriegt sich gar nicht ein. Wir machen kurz eine Pause. Aber bei anderen Gags hast du noch nicht gelacht. Ein kritischer Kameramann. Nein. Was ist, wenn man mit seinen Freunden den Film, jetzt hast du mich komplett aus dem Maul. Das ist nicht schlimm. Das ist auch sympathisch, wenn der Künstler sich mal verspricht. Oft sieht man ja so Aufzeichnungen und alles läuft irgendwie so am Guss. So ein Künstler bin ich nicht. Ich verspreche mich. Ich habe auch die Haare irgendwie mal doof. Ich bin noch ein richtiger Mensch. War das improvisiert oder gehört das jetzt zur Show? Was ist, wenn man mit seinen Freunden den Film den Banküberfall aus dem Film Ocean's 11 nachahmt? Ist man dann ein Raubkopierer? Wie klingt das, wenn man die Super Mario-Melodie auf seiner Wange nachspielt? Achso, das kann ich kurz als kleines Show-Element auch euch zeigen. Wie klingt das, wenn man die Super Mario-Melodie auf der Wange nachspielt? Das mache ich jetzt. Und ich hoffe, es klappt, weil ich das seit einem halben Jahr nicht gemacht habe. Und so weiter. Ich könnte das jetzt ewig machen. Es tut weh, aber es sieht cool aus. Deswegen bin ich bereit, dieses Opfer zu bringen. Und falls euch das gefallen hat, ich verkaufe im Internet CDs. Da sind dann ganz viele coole Nationalhymnen drauf und die schönsten Hits von ABBA. Auch für dich, Kameramann, wenn du eine haben möchtest, schick mir dann Postfachnummer. Tut ein bisschen weh. Aber ist, glaube ich, cool. Möchtest du dir ein Lied wünschen, das ich dann spiele? Bohemian Rhapsody. Wie geht das nochmal? Kannst du es kurz vormachen? Der Kameramann hat sich gerade selber auf die Wange geklopft und versucht, Bohemian Rhapsody zu spielen. Für mich ist es bis jetzt der schönste Auftritt des Jahres. Für mich. Kannst du die vorsummen, die Melodie?
Ich mache weiter mit dem Text. Es ist mir zu kompliziert. Aber falls ihr mal irgendwie einen Geburtstag habt oder so und ihr braucht jemanden, ihr könnt uns beide buchen. Ich schaffe mir das dann drauf und dann treten wir beide bei euch im Garten auf, mit Abstand, und spielen Bohemian Rhapsody, versprochen. Aber apropos Super Mario, was ist, wenn Super Mario kann Deutsch, nochmal neu, hier ist Schnitt. Nein, es ist, wie, ihr macht einen Schnitt rein. Wenn Super Mario kein Italiener gewesen wäre, sondern Deutscher, hieße er dann Toller Jochen? Oder Prima Klaus oder Spitze Ulf? Gab es die Bielefeld-Verschwörung wirklich? Und die SPD, was ist da eigentlich schon wieder los? Das ist ganz praktisch. Ich habe das vor 3 Jahren geschrieben, aber das passt immer. Das kann man immer fragen. Es ist immer irgendwas in der SPD und dann die Nahles und wie die alle da heißen. Das ist ganz praktisch. Die Jüngeren können jetzt ihre älteren Freunde und Verwandte fragen, was die SPD ist. Da habe ich jetzt keine Zeit, das zu erklären. Ich habe zu lange mit dem Kameramann. Wie reagiert der Körper, wenn man Schlaftabletten in Kaffee auflöst und das dann trinkt? Ist er dann nicht komplett verwirrt? Und hat da hinten jemand Jehova gesagt? Und warum haben Kühe und Schweine überhaupt eine Leber? Die saufen doch gar nicht. Und ist das hier jetzt die letzte Frage? Oder diese hier? Oder diese? Und hat euch das reine Vorlesen von Fragen gut gefallen? Falls ja, dann könnt ihr jetzt irgendwie einen Daumen hoch geben bei YouTube oder in echt. Das ist mir egal, weil ich bin auch ein analoger Typ. Ihr könnt einen Daumen hochmachen, wie ihr wollt. Dankeschön. So, könnt ihr mir sagen, wie viel Zeit ich noch habe? Ich bin warm, ich mache alles nochmal jetzt. Wenn jetzt, ich wäre so gerne, nichts gegen euch, aber wenn jetzt hier 200 Leute säßen, ich hätte so Bock. Aber ihr seid auch toll. Ist schon mal ein Anfang. Ich wollte, bitte? Das waren 11. Okay. Ich komme mir wirklich vor wie so eine Probe, aber es macht Spaß. Ich hoffe, es ist okay, was ich hier mache. So, ich setze dich jetzt einfach irgendwann wieder an. Ach so. Lass das genau so, mir ist das egal. So, weiter geht's. So, das nächste, was ich vorbereitet habe, ist, dass ich ein bisschen aus diesem Buch vortrage. Das habe ich auch ganz alleine selber geschrieben. Und da gibt es eine Vorgeschichte zu. Und zwar bin ich sehr gerne im Internet, wie gesagt, vor allem bei Twitter. Da hat man ja 280 Zeichen Zeit, irgendwas zu schreiben. Und ich denke mir da immer sehr gerne so kleine Dialoge aus zwischen fiktiven Personen oder real existierenden, weil das ist schön, da muss man nicht wirklich mit Leuten reden, hat aber so ein bisschen das Gefühl, soziale Interaktion zu betreiben. Und ich will nicht angeben, aber manche dieser kleinen Dialoge, die ich da geschrieben habe, sind dann auch viral gegangen. Die hatten teilweise 20, 30, 40 Likes oder so. Und dann ist mein Verlag auf mich zugekommen und hat gesagt, Johannes, du bist eine Riesennummer im Internet, das müssen wir irgendwie monetarisieren. Ich habe dann nachgeguckt, was das heißt und fand das sehr interessant. Und herausgekommen ist dann, dieses Buch, es heißt auch Dialoge, weil da Dialoge drin sind, habe ich mir richtig viel Mühe gegeben. Und ich habe es jetzt zur Hälfte durch, mir gefällt's. Da sind ganz viele schöne kleine Dialoge drin. Und es wäre dann ja jetzt, glaube ich, werbewirksam, ein bisschen daraus vorzulesen hier. Der Kameramann darf gleich einmal Stopp rufen und da gucken wir dann mal, was da steht. Oder Christoph, du willst auch, ne? Ich will jetzt auch mal machen. Du willst auch mal. Okay, Christoph sagt irgendwann Stopp und das lese ich dann vor. Und zwar jetzt Stopp. Den lieber nicht. Okay. Es wird aufgezeichnet, den lieber nicht. Echt, war das ordinär? Stopp. Ja, teilweise ganz schlimm. Jetzt Stopp. Du stoppst ja, wenn ich Stopp sage. Wenn du so lange machst. Bitte bring mich nicht aus dem Konzept. Ich arbeite hier gerade. Okay. Gut, Christoph hat sich einen schönen Dialog rausgesucht. Es ist ein Dialog zum Thema Feminismus. Und den lese ich euch jetzt mal vor. Ich versuche auch verstellte Stimmen zu machen, um euch, wenn ihr die Augen zumacht, habt ihr die Illusion, Mensch, da sind ja zwei Leute, die da gerade sprechen. Passt auf. Sag mal. Was denn? Du bist doch Feminist. Ja. Aber warum? Ja, warum denn nicht? Ja, du bist doch ein Mann. Ja und? Ja, das widerspricht sich doch. Ich habe auch eine Frage an dich. Ja, bitte. Bist du gegen Robbenschlachten? Ja, na klar. Bist du denn eine Robbe? Nein. Aha. Und das ist der komplette Dialog. Den habe ich eben zum Beispiel auch so ins Internet reingeschrieben. Und das ist toll, wenn man sowas dann im Internet veröffentlicht, lernt man ganz viele neue Menschen kennen. Ich kann es sogar konkretisieren. Viele Männer habe ich dann kennengelernt, die gesagt haben, ich habe hier in diesem Dialog Frauen mit Tieren verglichen.
Ich habe das gelesen und ignoriert. Und weiß nicht, es ist für viele Männer irgendwie schwierig, sich einzugestehen, dass Feminismus auch was Sinnvolles für Männer hat. Und fällt mir gerade ein, habe ich nicht klar gehabt, aber ich habe mal was im Theater in Düsseldorf moderiert. Und da sind nicht nur Männer aufgetreten, sondern auch Frauen. Und ich habe mir dann die Dreistigkeit erlaubt, das auch in meiner Anmoderation zu sagen. Und am nächsten Tag, kein Scherz, stand dann in der Düsseldorfer Lokalpresse, der Moderator habe die Veranstaltung durch sein neumodisches Gendern unnötig in die Länge gezogen. Und da möchte ich hier auch von dieser Seite aus mich entschuldigen, bei allen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern, dass ich denen ein bisschen Zeit geraubt habe. Das waren bestimmt locker 30 Sekunden, die ich da Menschen Lebenszeit geraubt habe. Wie jetzt gerade, im Moment auch wieder. Es tut mir einfach total leid, dass ich Gleichberechtigung ganz gut finde. So, Stimmung im Arsch. Ich lese noch einen vor aus diesem Buch. Und zwar ein Dialog, der heißt Schale. Der ist unpolitisch, freut euch drauf, weil danach muss man nicht diskutieren. Es sind auch die zwei gleichen Personen, habe ich gerade mir überlegt, weil da muss ich meine Stimme nicht so heftig verstellen. Was machst du da? Die Schale ab. Warum? Ah, ich mag die nicht. Ja, aber da sind doch die Vitamine drin. Unsinn. Doch, richtig viele. Welche denn? Ja, Vitamin B12 und sowas. In der Babybellschale. Ja, das ist roter Käse. Ja, gib mal. Schmeckt mir gar nicht. Ja, das ist ja leider oft so bei gesunden Sachen. Ja, stimmt. Das war der Dialog. Ich könnte das ganze Buch vorlesen, weil ich finde es, wie gesagt, ist viel Schönes dabei. Ich lese jetzt hier noch, diesen hier vor, das ist ein mehrsprachiger Dialog. Und zwar heißt der im Englischunterricht. Ich finde, das sonst immer unsympathisch, wenn Leute auf der Bühne über ihre eigenen Gags lachen. Aber es ist der Wahnsinn, was hier steht. Ich möchte das gerne mit euch teilen. Hello, dear 5A. Hello, Mrs. Schmitz. Who wants to read out his or her homework? Mrs. Schmitz. Yes, Felix. Ich hab die Hausies nicht gemacht. In English, please. I have the homies not. Tja, then you will end up unemployed. Hä? Auf Deutsch, bitte? Felix, du wirst mal arbeitslos. Juhu. In English, please. Yay. Und das ist eben dieser Dialog noch gewesen. Und ansonsten mache ich Christoph jetzt noch eine Freude und lese vor, was er sich eigentlich gewünscht hat. Einfach, um das jetzt hier auch noch ein bisschen positiv zu gestalten. Und zwar ist es ein Dialog mit dem Titel Gott. Der geht folgendermaßen. Lieber Gott. Ja, was gibt's? Ach du Schreck. Was? Ja, du antwortest ja wirklich. Ja, Job ist Job. Wow. Ja, also, was kann ich tun? Und wie es weitergeht, ist dann im Buch. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen wegen Zeit. Das ist auf Seite 87, könnt ihr gerne nachlesen. Und ansonsten möchte ich jetzt aber auch noch was Politisches machen, weil in diesem Jahr voraussichtlich auch wieder eine Bundestagswahl ist. Also je nachdem, in welchem Jahr ihr das guckt. Stand jetzt, 2017 ist noch eine. Deswegen habe ich euch eine kleine Rede mitgebracht, die ich extra für heute geschrieben habe, damals. Und zwar ist es eine kleine Rede zur Lage der Situation. Und ich habe das sehr lange nicht vorgetragen, aber sehr große Lust, weil ich ab der Hälfte nicht mehr so genau war. Also, wir gucken mal, es ist eine kleine Rede an alle, die ich damit meine. Liebe Damen und Männer, ich melde mich hier heute wegen Weltgeschehen zu Wort, um einige Fragen hier in den Raum zu tun. Zum Beispiel diese. Sollten wir nicht alle mal gemeinsam? Hä? Wäre es nicht langsam mal an der Zeit? Zusammenhalt und Geschlossenheit. Nur wer an einem Strang zieht, gemeinsam ist man mehrere. Die Zukunft obliegt vor uns. Sie lauert frech vor der Tür. Sie erwartet uns bei ihren Aufgaben und Schwierigkeiten, die sie so hat. Es gibt noch so viel zu entledigen. Ein großer Berg voller Aufgaben öffnet sich vor uns. Da kommen wir nicht drumherum. Das wird nicht leicht. Schließlich kommt nicht alles zyklisch von ganz allein. Das Leben ist kein Kreis, es ist eine Raute. Kleiner Kabarett. Egal. Bescheid wissen. Bescheide kennen, bescheiden sein, klug und vernünftig Überraschungen vorbeugen, ahnen, was da am Kommen sein werden tut. Nur noch einmal schlafen, dann ist schon morgen. Das darf uns nicht überraschen, gestern schon an heute gedacht haben und mit der Aufhören, mit immer nur das eigene Sofa voll zu pupsen, auch andere Sofas sind mal dran. Das ist jetzt, glaube ich, eine Metapher. Geht raus, bepupst die Sofas, lernt euch kennen, sprecht mal miteinander, auch wenn manche Leute echt bescheuert aussehen. Aber es traut ja kaum fast noch niemand mehr. Der Stock sitzt tief, von nichts kommt wenig, man kriegt nichts geschenkt. Wir müssen die Rechnung samt Mehrwertsteuer und Dosenpfand zahlen. Zeche prellen ist nicht gut.
Fleiß, Geduld und Eile. Rom wurde auch nicht immer an einzigen Tag, sondern laut Bibel mindestens an 7. Und heute ist schon Mittwoch oder Donnerstag, die Woche ist schon fast wieder rum. Auf einer Skala von Januar bis Herbst haben wir kurz vor 12. Der Countdown tickt, hier tings, dings, desto weniger davon. Da darf man sich nicht töricht drauf verlassen, dass irgendjemand anders etwas für einen tut. Ja, die anderen Leute, die machen das schon für mich. Nee! Pustekuchen, Käsekuchen, so, selbst ist der, der er ist. Das muss man sich ins Gewissen rufen. Da muss man um 3:30 morgens aufstehen, ins Bad gehen, Licht anmachen, in den Spiegel schauen und sich sagen, so, das bin ich. Und dessen bin ich mir auch vollkommen bewusst. Was soll denn sonst aus uns allen werden, wenn wir nicht wir selber sind und das ganz genau wissen? Du bist du und ich bin ich. So ist es schon seit unserer Geburt. Also je nachdem, wer von uns jünger ist. Ich lache, aber es ist mir durchaus ernst. Mal über den eigenen Tellerrand hinaus essen gehen, ist so ein Sprichwort. Probieren geht überhaupt nicht schwer. Doch was sehen meine dummen Augen? Wirr ist das Volk. Für viele ist Toleranz immer noch ein Fremdwort. Brüste und Nazis raus, Optimismus rein. Ein Feuerwerk aus Endorphinen, Feuerwerk zieht durch die Welt. Hat schon Andreas Burani gesungen. Das immer so kurz zwischendurch als Anspieltipp für Leute, die sich privat nicht so für gute Musik interessieren. Dumm ist der, der dumm ist. Und so dumm kommen wir hier nicht mehr zusammen. Wie viele Politiker braucht man wohl, um eine Glühbirne anzuknipsen? Wir brauchen Licht, mehr Licht. Den Leuten muss ein Licht auffallen, in das man dann hineingeht. Das Licht am Ende des Tunnels ist hell. Der Wandel ist da. Zeiten ändern ganz viele Dinge. Ist so auch für unsere Kinder. Egal, ob wir sie freiwillig gezeugt oder versehentlich besoffen, weil wir Rudelbums auf der Vorstandsfeier produziert haben. Bitte denk auch mal jemand außerhalb der katholischen Kirche an die Kinder. Ist mehrdeutig, meine ich gerade, aber ist egal. Kinder haben statistisch gesehen noch viel mehr Zukunft als wir. Mal nachrechnen. Gerade jetzt in diesem Moment, da wird irgendwo auf der Welt ein Kind geboren. Und jetzt noch eins. Und noch eins, und diese drei, die sind ganz bestimmt nicht an Schultern der sozialen Kälte und Björn Höcke. Vorbild sein, vorangehen statt immer nur in die Kneipe. Ja, hier schön in die Kneipe gehen, da mit anderen Tünnissen rumsitzen, lecker Bierchen trinken. Das ist schon was Feines, aber das muss doch nicht jeden Tag sein. 4 oder 5 Abende die Woche reichen vollkommen aus. Und da hat man ja wohl noch genug Zeit für den Aufschwung, oder? Mal die Arme hochkrempel, Ärmel. Es muss ein Ruck, sagt, durch Europa gehen, voll mit Empathie und sowas drin. Ja, mehr steht jetzt hier nicht mehr, aber ich fand, diese kleine Rede war sehr gut. Bitte wählen Sie mich. Ich verbleibe Johannes Flöhr. Johannes Flöhr war das. Johannes, komm her, trink einen Schluck aus der Schnabeltasse. Ja, gerne, Prost. Aus Hamburg extra zu uns hergefahren. Ja, na klar, ich wäre auch aus Kiel gekommen. Hm. Kommst du halt aus Kiel oder was? Du wärst aus Kiel gekommen. Nee, ich wäre aus Kiel und eine Stunde weiter weg. Du hast dich ja vehement geweigert, ein Vorgespräch zu führen nach deinem Vortrag. Weiß ich auch warum. Warum denn? Weil du würdest dich ohnehin entweder nicht daran erinnert haben oder nicht daran halten würden. Ja, also man muss das ja Leuten erklären. Es ist so, dass man im Vorfeld bei sowas normalerweise ein bisschen sich bespricht, worüber reden wir. Genau. Aber das würde mich selber langweilen. Ja. Das ist gar nicht böse gemeint oder so, ja. Aber weil ich will ja selber gespannt, was jetzt passiert. Ja. Und wenn wir das vorbereitet hätten... Dann würde ja das passieren, was wir vorbereitet haben. Aber du bist ja der Horror für jeden Filmregisseur, jeden Fernsehregisseur, danke, der dir einen Text schickt und sagt, auf den Text erwarte ich. Und du kommst dann auf die Bühne und hast einen ganz anderen Plan. Ja, ich mag improvisieren. Also. Ja. Wie gesagt, ich will mich selber nicht langweilen und freue mich dann auch über das Zusammenspiel mit dem Publikum, ja, und so, dass jeder Abend anders ist. Klar, bei deiner, ja, Kunstform ist es besonders bitter, wenn kein Publikum da ist. Also es gibt ja Künstler, die haben einen Text vorbereitet mit Bewegungen, mit dem Regisseur eingeplant und die funktionieren immer, die funktionieren mit Publikum schöner, aber du lebst ja davon, dass du unter einer Kicher, du hast ja so lange gemacht, bis dir der Kameramann nicht mehr filmen kann, sondern lachen muss, damit du dein Gefühlchen hast. Das ist ja eine sehr improvisative und eine sehr direkte Kunst. Ja, ist auch Risiko, ja, weil wenn ich, nur, ja, wenn ich 10 Minuten machen soll und nur 5 Minuten vorbereitet habe, ja, dann wird es manchmal auch schwierig. Aber ich mag das. Ich hab's ja nie gelernt an der Schule oder irgendwas. Ja. Ich kenne das nur so. Also ich wüsste nicht, warum ich da jetzt mir was anderes drauf schaffen sollte. Seit wann auf der Bühne? Seit wann hast du? Bist du unterwegs? Seit 2010, glaube ich, habe ich das erste Mal, okay, auf der Bühne irgendwas erzählt. Mhm. Ja. Hast du ein Solo-Programm? Ja. Das heißt wie? Das weiß ich, ich habe das lange nicht gespielt. Okay. Da lasse ich mich auch überraschen, wie das nochmal hieß. Das heißt, ich bin genau mein Humor. Okay. Hatte im Herbst 2019 seine Premiere, mhm, und wird dann ab 2023, 2024 voraussichtlich wieder vor halbleeren Theatern gespielt. Und du hast mutmaßlich bestimmte Kernstücke, wie die, wo du weißt, dieses, also ich lasse den Christoph aussuchen, aber ich lese eh das vor, was ich mir vorgestellt habe wahrscheinlich.
habe jetzt inhaltlich nicht verstanden. Okay, aber ja. Inhaltlich oder von meinem Dialekt her? Schon inhaltlich. Schon inhaltlich, okay, alles klar. Also du hast ein Gerüst und lässt dich dann aber vom Publikum führen in die Improvisation. Und was passiert am Abend? Holst du jemanden auf die Bühne? Gehst du runter? Passieren so Dinge in deiner Show? Nee, ich glaube, ich bin noch nie ins Publikum. Echt? Ich bin auch faul. Also, liegt, glaube ich, auch daran, dass ich nichts vorbereiten will. Okay. So dieses Perfekte widerstrebt mir ein bisschen. Machst du das anders? Also hast du, wenn man eine Show sieht, das 90 Minuten on point, perfekt? Also ich habe improvisative Teile drin, aber nicht so mutig viel wie du, weil ich mich dann so ein bisschen verlassen möchte, auf das ich weiß, ich brauche das Berechenbare. Aber ich ist vielleicht auch eine andere Generation. Aber ich bin 19, also ich bin vielleicht einfach noch jung und wild. Ja, ich bin 24. Eben, das sind Welten. Aber es ist cool, es ist super. Ich darf das kurz berichten, ich bin in der Jury vom Kleinkunstpreis Baden-Württemberg und kriege immer wieder Künstler zu Gesicht, die ich dann mitbewerten muss. Und was man selten hat, ist, dass jemand was ganz Neues wagt. Also das ist ja ein bisschen ich weiß nicht, wie voll das für nächstes Jahr bei euch ist, aber ich habe Zeit. Ja, bewerb dich mal. Aber du musst dazu aus Baden-Württemberg kommen oder bei uns leben. Das ist die Bedingung. Ich habe schon viel in Stuttgart teilweise umgestiegen. Das letzte Mal mein Soloprogramm habe ich in Stuttgart gespielt, in Rosenau. Oh, also da ist ja der Bavü-Kontakt ist ja da. Schwerwiegend. Freiburg, gibt's in Baden-Württemberg und Ulm. Ulm, ja genau. Ulm. Ja gut, okay. Mensch, das ist ja meine neunte Heimat hier. Ja, klar. Ja. Und Hamburg, kennst du Joja Wendt? Nicht persönlich. Okay, auch aber du weißt, dass es ihn gibt. Nee. Pianist. Nee, warum? Ja, weil ein Freund von mir ist auch in Hamburg. Aber ist auch eine andere Generation. Das ist auch einer, der übt. Ich kenne wenig Leute in Hamburg. Ich bin letztes Jahr hingezogen, so? Quasi am Anfang der Pandemie fast. Und kenne jetzt vieles von außen. Also vielleicht bin ich mal bei ihm zu Hause vorbeigelaufen und weiß es noch nicht. Bestimmt. Und du wartest drauf, bis Krefeld, bis die Szene nach Krefeld fährt. Hast du uns ja erzählt. Also ich bin immer noch großer Krefeld-Fan und ich habe auch früher immer Leute gehasst, die aus einer kleineren Stadt in eine größere ziehen, weil die sagen, hier ist langweilig. Fand ich immer doof, weil ich immer gedacht habe, ja, bleib doch in der kleinen Stadt und bau da was auf. Das habe ich jahrelang versucht und da auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter gehabt. Aber jetzt ist irgendwann mal der Zeitpunkt, wo ich mir was anderes angucken möchte und Hamburg ist die schönste Stadt. Du wolltest ja in Stuttgart einen Preis gewinnen. Also machen wir da noch einen Schnitt. Also Hamburg der VfB ist toll, ich drücke dem VfB die Daumen bei den Zielen, die sie jetzt haben. Ja. Platz dabei wäre super. Dass sie unbedingt ihre Ziele weiterhin definieren. Die haben und auch gucken. Die Spieler teilweise sind da sympathisch. Sind das ist ja oft, dass bei vielen Mannschaften sind die Spieler nicht sympathisch, aber beim VfB Stuttgart, der Stürmer, der ist gut. Und auch wenn sie dann so mit dem Ball spielen und teilweise, was die für Tore schießen. Ja, brutal. Das können ja andere nicht. Nee. Und dann rennen sie darüber und dann ist da einer am Tor und trotzdem geht der Ball rein, da denkt man immer, toll. Ach. Ja, ich bin jetzt nicht so im Thema beim VfB. Ja, okay, aber wenn du das sagst, bist du auch beim VfB Stuttgart. Nee, ich habe es auch mal so mir berichten lassen. Ich bin ja eher dann Kickers-Sympathisant, ne? Oh, echt? Ja, also alleine Stuttgarter weil... Kickers, das sagt dir was oder wie? Oder? Ja. Das sagt dir was? Weil mein Fußballfan ja selber niederklassig spielt, habe ich Sympathien für Mannschaften, die auch nicht in der Bundesliga spielen. Ja, aber woher kennst du die Stuttgarter Kickers? Weil ich mich sehr für Fußball interessiere. Ah, okay. Ach, tatsächlich? Ja, doch. Das war jetzt. Okay. Sandhausen? Ja, also ich weiß, wo es ist. Ich bin mal in Heidenheim aufgetreten. Das ist, glaube ich, das Derby, Heidenheim gegen Sandhausen. Genau. Ich war aber nur bis jetzt in Heidenheim. Also meine Sympathien liegen bei Heidenheim. Das ist so ein Schloss und so. Ja, schön. Ist auch Baden-Württemberg. Ist auch Baden-Württemberg. Ja, toll. Ja, Karlsruhe. Schön. Karlsruhe war ich auch schon in Karlsruhe mit 2-0 verloren. Du oder? Mein Verein. Ja, ich habe da 2-0 verloren beim Kabarettpreis. Okay, alles klar. Also mein Lieber, ich glaube, wir führen das Gespräch gerne in die Katakomben weiter. Gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Du fährst jetzt heute wieder zurück nach Hamburg. Morgen. Und da gehst du wieder da rein, wo du die Pandemie durchstehst und guckst von außen Hamburg an. Und genau. Dann werden wir dich irgendwann wieder in vollen Hallen sehen. Vielen Dank, Johannes, dass du da warst. Und ihr schaltet wieder rein. Wir haben noch viele, viele spannende Künstler in unserer Reihe. Kleinkunst wird laut. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.